Ganz kurzes Vorwort. Ich habe jetzt wirklich eine Ewigkeit hier gesessen. Ich glaube 3 Stunden, bis ich die ganzen Videomaterialien verarbeiten musste. Daher eine kurze Frage. Und zwar, habt ihr eine Lösung, wie ich die Videodateien schneller von meinem iPhone auf meinen normalen PC bekomme? In die Cloud fängt das erst an, zu Hause zu laden, wenn ich einen Cloud-Link erstelle. Dann lädt das nach und nach das in so einen Cloud-Ordner hoch, wo ich es dann runterladen kann. Da dauert es aber eine Ewigkeit, bis es verarbeitet ist, wirklich. Per USB ist keine Option, da ist irgendwie immer eine Fehlermeldung. Es ist auch ganz komisch, es muss ja irgendwie eine schnellere Lösung geben, ohne dass ich mir jetzt wirklich einen MacBook noch hole, ja, wo dann vielleicht gar nicht der Workflow so gegeben ist. Es sei denn, jemand hat Erfahrung damit. Und ihr könnt mir sagen, dass es damit auf jeden Fall schneller geht. Ja, dann würde ich mir irgendwie schauen, dass ich ein MacBook organisiert bekomme. Und was anderes in den Sequenzen ist mir aufgefallen. Würdet ihr mir auch eher zu so einem Ansteckmikro noch raten für solche Sachen? Weil ich glaube, dann ist es einfach besser von der Tonqualität ja auch. Nur im Stadion muss ich mal schauen, wie ich es da verwenden würde. Weil dann würde ja die ganze Stadionatmosphäre halt weggehen, wenn ich dort ein Ansteckmikro im Stadion nutze. Könnt ihr auch gerne in die Kommentare mit reinschreiben. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Moin, moin, liebe Schalker, was geht? Glück auf! Ich habe gedacht, da wir asoziale Schalker sind, ja, bringen wir mal ein bisschen Pfand weg, da das Ganze auch ein Gewinnspiel sein soll. In diesem Video möchte ich einfach, damit ihr eure Gewinnchance wahren könnt, dass ihr schätzt, wie viel Pfand das ist. Dazu müssen wir sagen, das sind ein paar Dosensäcke, ein paar ja, größere Flaschensäcke. Ich glaube, hier sind 1, 2, 3, 4 Säcke. Hier auf dem Nackenrost liegen so ein paar. Und 2 15-Cent-Säcke sind dabei. Da schätzt einfach mal, wie viel Geld das am Ende gibt. Und wer am nächsten dran ist, 2 Stück. Können Gewinner sein. Ich verlose 2 Schals, einen offiziellen Schalke-Schal aus dem Store und einen von Pottkleber, wenn wir einen finden. Denn dort geht es heute hin, einmal zum offiziellen Fanshop und einmal zum Pottkleber. Die ziehen ja in ein paar Tagen um, sodass wir jetzt noch im alten Store sind. Wir werden bestimmt in naher Zukunft oder in ferner Zukunft mal schauen, den neuen Store auch besuchen. Ja, bin gespannt. Lass die Reise beginnen. Aufgabe getan, Freunde. Wir haben den Pfand weggebracht. Hat sich gelohnt, kann man mal so sagen. Jetzt geht's gleich weiter zur Geschäftsstelle. Ich möchte mir einen ja, offiziellen Hoodie holen. Dann bei Pottkleber mal schauen, je nachdem, was sie da haben, würde ich mir da auch nochmal einen Hoodie holen. Ansonsten auf jeden Fall einen Schal. Ne, und dann im Fanshop auch. Und für meinen Sohn muss ich einen Hoodie und vielleicht ein Trikot holen. Mal schauen, ob die in der Größe was da haben. Eine kleine Überraschung für ihn. Er möchte so gern immer mit ins Stadion, aber ich sage immer nächste Saison erst, weil wir keine Tickets so jetzt easy bekommen. Ne? Klar, im Familienblock könnte man gucken, aber ja, ich weiß nicht, ob das so cool ist. Was sagt ihr denn dazu? Würde mich auch mal interessieren. Ja, und dann sehen wir uns hoffentlich gleich vor der Geschäftsstelle. Kleine Stärkung bei Tasty. Übelst guter Laden. Essen sieht echt schmackofatz aus. Ich habe Beilage Salat. Oder Pommes mit der. Boah. Also ein Tasty Döner. Tasty Döner. Und eine Dönerbox. Inklusive Burger. Und nice. Geben gleich eine Bewertung ab, wenn wir voll sind. Vollgefuttert. Geht's jetzt endlich zum Fanshop? Stunde, Stunde haben wir noch Zeit. Wie ist euer Fazit vom Essen? Gut, 8 von 10. 9 von 10.
8 von 10, weil der Automat scheiße ist. Ja, der hat nicht unser Ticket ausgespuckt für die Kassiererin, aber nicht schlimm, war ein super nett, super nettes Team bei Tasty. Mega nett und Essen mega gut. Also Essen an sich locker 9,5 von 10. Ja. Hauptbahnhof Gelsenkirchen, egal ob Auswärtsfahrer oder generell aus Gelsenkirchen oder Schalke-Fan, könnt euch auf jeden Fall beim Bahnhofsplatz in Gelsenkirchen Tasty. Super nett, super günstig und super cooler Laden. Angekommen auf Schalke. Schöner Fanshop. Ich glaube, mein erster Besuch seit Ewigkeiten tatsächlich. Mal gucken, ob ich fündig werde. Und dann geht's weiter zum Pottkleber. Fertig auch bei Pottkleber, jetzt ab zum Auto, dann nach Hause. Zeigen euch auf jeden Fall die Ausbeute noch und was ihr gewinnen könnt vor allem. Grüße gehen da auch noch mal raus an Pottkleber. Vielen, vielen Dank für die Gewinnspielzulage, so nennen wir es jetzt mal. War auf jeden Fall nice. Der Umzug ist, denke ich, bitter nötig. Kleines süßes Lädchen jetzt und ja, wird schon, denke ich, eine klasse Aufwertung des Landes. Sehr sympathische Leute, hat uns mega gefreut, euch kennenzulernen. Am Ende des Tages gibt es natürlich noch die Ausbeute von uns. Ja. Wir fangen erst mit den Sachen für meinen Sohn an. Einmal das Sondertrikot, im Shop noch in allen Größen verfügbar. Also wenn ihr vor Ort seid, kommt nach Gelsenkirchen in den Fanshop. Richtig nice. Navy Blau mit dem alten Schalke-Logo, für immer mein Verein. Richtig, richtig gut. Ist an das Kannst Lied auch einmal auspacken. Ist an das Lied angelehnt. Steht auch hinten drauf am Nacken, glaube ich, ne? Ja. Einmal hier und dann Schalke für immer mein Verein. Richtig gut. Ich hoffe, das passt. Dann einmal den Hoodie. Fand den übelst nice. So. Schön hier mit dem Gründungsdatum, Koordinaten. Ja, fand ich richtig cool. Mein Sohn natürlich auch Schalke-Fan, ist Mitglied seit seinem Geburtstag am 1.2., so wie sie es gehört. Richtig cool. Dann wollte ich mir noch mal einen Hoodie holen. Von der aktuellen Stadion-Gen-Kollektion. Steht vorne klein drauf. Richtig nice. Auswärts und zu Hause. Das ist so ein bisschen. Also nicht nur drauf gedruckt, sondern, also vorne ist es nicht nur drauf gedruckt, hinten nur so normaler Druck. Und vorne vielleicht nochmal zeigen.
wenn man drüber fühlt, dann merkt man es auf jeden Fall. Ja, sieht man so richtig gut. Das Logo halt auch. So nice. Übelst flauschig. Richtig gut. Dann kommen wir jetzt zu den Sachen, die ihr gewinnen könnt. Ich habe ein bisschen überlegt, ein bisschen geguckt. Fand die Sachen einfach am besten. Weiß nicht, sieht man das? Ja. Blau und weiß ein Leben lang. Den könnt ihr einmal gewinnen aus dem offiziellen Schalke Fanshop. Dann von Pottkleber habe ich ein bisschen rumgeschaut und fand den auch richtig cool. Ja. Kumpel und Malocha Club. Auf der Rückseite noch eine Zeche. Und schön mit der Felddienst Arena in der Mitte. Genau, das ist so Stadion- bzw. Trikotstoff. Das ist der richtige Begriff. Seidenschal nennt man es. Seidenschal? Ja. Oh ja, okay, sorry. Steht sogar so auf der Seite. Und dann richtig nice, schaut auch da nochmal raus am Pottkleber. Ich brauche die, wo die hin umziehen nochmal. haben noch so ein Sticker-Paket rausgegeben. Völlig gemischt, kann euch nicht mal sagen, was genau da drin ist. Vorne aber ein großer Gelsenkirchen. Ein 100er-Pack sogar. Genau, ein 100er-Pack. Also vielen, vielen Dank, hier 50er und 100er-Pack so gemischt. Richtig nice, vielen, vielen Dank da auf jeden Fall nochmal. Denn das ist völlig freiwillig, habe nichts gesagt oder so. Wahrscheinlich, weil mein Bruder in Heimladen leer gekauft hat. Ja, schon. haben sie es oben raufgelegt. Mega, mega nice. Sind auf jeden Fall coole Motive mit bei, ja. Könnt ihr mal schauen. Und die ziehen ja um. Und große Eröffnungsfeier ist beim Heimspiel gegen Nürnberg. Gegen unsere Freunde aus Nürnberg. Genau, richtig cool. Geht los. So wie es halt draufsteht, gratis Bier und Currywurst. Morgens ab 9 Uhr wollen sie anfangen. Also seid pünktlich da, wenn ihr was abhaben wollt. Und auch ganz wichtig, es gibt Sachen, die gibt es nur an diesem Tag im neuen Pottkleber-Shop. Dorstner Straße 27. Kommt gerne vorbei. 13.04. Bier auch am Start. Wahrscheinlich erst was später. Ja, aber mal gucken. Wird nice. Wie gesagt, der jetzige Shop lohnt sich auf jeden Fall. Die Adresse habe ich leider nicht gefilmt, weiß ich jetzt auch nicht aus dem Kopf. Lohnt sich auch nicht mehr. Einer von euch? Nee, okay. Dann in die Videobeschreibung gucken, da ist die Adresse noch verlinkt. Sind aber auch nicht mehr so viele Tage, aber große Öffnungsfeier ist ja bald. In diesem Sinne, Glück auf, viel Glück beim Gewinnspiel. Schreibt einfach, um zu gewinnen, müsst ihr schätzen, wie viel Pfand es am Ende war. Viel Glück, Glück auf, bis zum nächsten Mal.